Ich glaube, Sie haben den Ernst der Lage nicht verstanden. Es geht um die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe. Und es geht dabei gerade um die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe, die familiengeführt sind. Es geht um die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe, die nachhaltig wirtschaften, die ökologisch wirtschaften, die die Belastungen, die anstehen durch die Verschärfungen, einfach nicht mehr umsetzen können. Und Sie stellen hier solche Zwischenfragen und zeigen mir damit eins, dass Sie das überhaupt nicht verstanden haben, um was es hier geht. Es geht um die Existenz.